Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen, jetzt bin ich wieder da. Gerade hat das leider gehangen mit der Drohne. Wir besuchen heute ein Tattoo-Studio hier. Cleopatra Tattoo-Studio in Kümköy sofort. Ist das. Und gleich fahren wir in das Dream Vault Palace Hotel. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir gucken hier einmal eine Runde, was es hier Schönes gibt. Nochmal herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind gleich im Dream Vault Palace Hotel und deswegen hat sich die Drohne vorhin an. Herzlich willkommen alle zusammen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jawohl. So, ja Freunde, heute haben wir wieder einen wunderschönen Sonnenuntergang gehabt in Ziedel. Und bevor wir gleich zum Hotel fahren, wollte ich euch einmal noch hier ein Tattoo-Geschäft zeigen. Wer ist denn hier zuständig? Sie. Hallöchen, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Ich habe gedacht, ich komme bei euch auch einmal vorbei, damit Gäste vielleicht eine Adresse haben, wo sie mal ihre Tattoos machen können. Und deswegen sind wir hier, aber wir hatten heute ein paar Probleme mit unserem Empfang. Deswegen musste ich mit der Drohne aufhören und jetzt so weiter live gehen. Kannst du mal was sagen so zu eurem Geschäft? Wir sind Cleopatra Inc. in Kümköy City. Aber kannst du laut reden, bitte? Wir sind Cleopatra Inc. in Kümköy City. Ja. Und sind Franchise-Unternehmen. Ja, wir haben die besten Tattoo-Artisten, die Designer, alle ausgebildet, haben uns sehr viele Awards mitgebracht. Ja. Und unsere Kunden, wie du siehst, sind alle sehr zufrieden. Wenn du magst, kannst du dir hier ein Bild anschauen, Tattoo, was wir gerade fertig gemacht haben. Okay, nochmal für alle Gäste, die gerade live sind. Wir zeigen heute ein Tattoo-Studio, das ist Cleopatra inklusiv. Inklusiv oder Ink, wie heißt das? Inklusiv bedeutet das, ne? Ink. Ink, genau. Ink, ja. Und gleich fahren wir noch zum Dream World Palace, das neue Hotel, aber davor zeigen wir euch noch ein bisschen. Schön, schön, richtig tolles Tattoo. Sehr schön, ist gerade gestochen worden, oder? Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Der Herr auch, die Dame, oh. Sie hat gerade ein Magic Band drauf. Ah, deswegen sieht das zerknittert aus, das genau. Band, ne? Das wird jetzt gerade noch geschützt für ein paar Tage. Wow, das ist dein erstes professionelles Tattoo, glaube ich, oder? Genau, also ich habe schon eins, aber das war wirklich die beste Entscheidung, überhaupt erst ich hingekommen bin. Ja? Wir haben das so schön gemacht. Wir haben mich zum Tränen gerührt. Also, echt jetzt? Ich habe das durchgehalten, wo ich das Tattoo gesehen habe, aber ich muss einfach weinen. Aber das sieht auch toll aus mit den blauen Augen der Tiger, noch Tiger und noch eine. Ja, sehr schöne Lines. Ja, schöne Schattierungen drin. Ehrlich schön. Aber hier hast du auch noch ein älteres wahrscheinlich, das hast du selber gemacht. Ich hast das im Gefängnis gemacht damals. Ich muss mich alle angerannt. Ja, ich finde das sehr schön. Und wenn jemand ein Tattoo machen will, ihr holt sie auch ab oder nicht, ne? Egal. Habt ihr mal so eine Visitenkarte, dass ihr zeigt? Ja. Wenn jemand Tattoo-Interesse hat, dann könnt ihr über Telefon entscheiden, Dings, eure Fragen und so, wer Fragen hat. Und dann, wo ist denn die Nummer da? Cleopatra Inc. sind wir in Kümköy. Ist da eine Nummer bei? Hier genau. Unten. Hier könnt ihr anrufen, rechts. Die rechte Nummer, und dann sagt ihr von Freunde der Sonne liebe Grüße. Ja? Und dann helfen sie euch weiter, informieren euch kostenlos und holen euch auch vom Hotel ab. Freunde der Sonne, wir gehen jetzt gleich ins Ziedel, ins Dream Vault Palace Hotel. Das ist ganz neu eröffnet, und bevor wir hingehen, wollte ich hier einfach mal eine Runde drehen und gucken, weil ihr wisst, in Tattoo-Geschäfte waren wir seltener. Aber viele haben gefragt, wo kann man, was kann man machen an Tattoos. Ihr seht, wie gearbeitet wird. Interessant. Hallo. Hallo, hallo. Herzlichen Glückwunsch, die Dame. Schön, und hier hinten ist auch ein größeres Tattoo wird gemacht. Hast du noch was auf Herzen? Möchtest du mal noch was sagen? Wir würden uns freuen, wenn uns alle herzlich willkommen heißt, dass wir euch auch herzlich willkommen heißen. Wir würden uns freuen, vorbeizukommen, euch unsere Studie anzuschauen. Einfach mal aus dem Kaffee oder was Kaltes. Ja. Schön, um okay. Uns zu überzeugen. Danke. Aber das sieht schon echt professionell aus, was hier gemacht wird, wie hier gearbeitet wird. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, Freunde der Sonne. Ja, danke, dass ihr euch ein bisschen Zeit genommen habt für mich. Ich komm die Tage nochmal vorbei und guck mal, wenn die Tattoos fertig sind, wie es geworden ist. Okay, Tommy, lass uns los. Wir fahren jetzt zum Hotel, Freunde der Sonne. Wir fahren ins, ciao, ciao. Wir fahren ins Dream Vault Palace Hotel jetzt. Einmal eine Runde schauen. Hallo, wen haben wir hier? Sedo. Okay, sind Sie Tätowierer oder informieren Sie einfach mal und helfen mit? Informieren. Informationen. Genau, ich gebe Informationen im Hotel, ich betreue die unsere Kunden,
Ja, ein bisschen lauter reden bitte, Philipp. Ja, ich bin der Betreuer hier. Der Betreuer, okay, ja. Super. Und mit der Dame zusammen, wie war ihre Name nochmal? Anita. Anita und? Cedo. Anita und Cedo. Freunde, wenn ihr in der Nähe seid, einfach zu Anita oder Cedo. Genau. Liebe Grüße von Freunden der Sonne bestellen und einfach in die Welt der Tattoos mal eintauchen. Hier ist aber immer mächtig was los, sehe ich gerade. Ich mache mich auf den Weg, ich wünsche euch das Beste vom Besten. Wir müssen zum Hotel noch. Danke, ciao, ciao. Danke, danke, danke. Bald kommt auch noch eine Flagge, kleine Freunde der Sonne hin, ja? Danke. So, jetzt geht's weiter, Freunde der Sonne. Das ist hier mitten im Kumköy. Das musst du beides einmal nehmen, Tommy. Das hier mitten im Kumköy. Hoppa, hoppa, hoppa. Wo ist das hier genau? Also rein das Kumköy, Chipchichanter sein. Hier ist die Deniz Istanbul Bar und die anderen Bars. Dann direkt hier mitten im Kumköy drinnen, an der Haupteinkaufsschmeide, sag ich mal. Jetzt fahren wir gemeinsam zum Dreamworld Palace Hotel. Dort sind auch meine Kinder gerade, die machen heute Mini-Disco dort, Freunde der Sonne. Aber wir müssen hier lang, Richtung Sonne, immer Richtung Sonne, ne Freunde? Und ich will das Dreamworld Palace auch mit der Drohne mal filmen gleich. Herzlich willkommen nochmal alle Zuschauer. Ich zeige euch gleich ein mega Hotel. Wir fahren Richtung Gündoğdu jetzt. Das Dreamworld Palace, da sind schon viele Deutsche eingecheckt und haben wirklich begeistert darüber berichtet. Guck mal, wer da läuft, Tommy. Hallo, Schatz, wir sind live. Thomas, seine Hallo. Frau. Jawohl. Papa. Ihr merkt, ich habe gerade gar keinen Gimbal dabei, Freunde, weil ich eigentlich mit der Drohne filmen wollte. Aber da gab es irgendwelche Empfangprobleme. Ah, da ist die Gianna Marie, okay. Okay, ich habe jetzt gerade Handy in der Hand und mit Handy kann man nicht fahren. Nicht schlimm, ja. Wir sind ja Deutsche. Oh, jetzt die Gianna Marie kommt, Freunde der Sonne. Jetzt krieg ich Ärger bestimmt. Ich muss mal erklären. Warte mal, kommt dann. Telefonieren bitte. Also. Sagen wir an die Züge, ich bin bei der Süden Schalke. Sagen wir an die Japan Glück. Ich glaube auch nicht. War das gelandet? Kann man. Kann man, kommt dann. Ach. In dem Samorga. Kann man, kommt dann. Kann man mich mehr weg, wenn man ja. Halt, Thomas. Opa. Zahlen. Halt, Thomas. Genau. Ja, dann fällt das. Igunler, Zahlen. Ja, Freunde. Ich musste einfach, ich darf mal natürlich nicht mit der Hand filmen, aber jetzt hat mein Freund das. Wir müssen jetzt ein bisschen da lang fahren. Hat man das gehört? Der passiert nichts. Das geht schon. Hat man da hochgeskinnt? Jawohl. Ja, Freunde. Da war gerade Straßensperre von der Polizei. Und natürlich gehört sich das nicht mit Handy, aber ich muss ja manchmal ein bisschen filmen. Jetzt fahren wir zusammen zum Dreamworld Palace. Nee, da passiert nichts, keine Sorge, ich sehe, ich hab die. Tommy, deine dicken Finger sieht man. So, nochmal für alle, die neu da sind, wir fahren zum Dreamworld. Hallo! Wir fahren zum Dreamworld Palace, zum Mega Hotel, Freunde. Hotelkette hat das komplett umbauen lassen und hat daraus einfach ein Mega-Hotel gemacht. Und das ist, ich empfehle es sehr für Familien halt, ne, weil da sind riesen Rutschen, also riesen Freizeitmöglichkeiten. Ich versuche das heute noch mit der Drohne zu filmen dort.
machst, deine Hand ist gut. Ja, du arbeitest wie ein Gimbal, ey. Hammer, super. Gib mein Bestes für die Freunde der Sonne. Wow, so viele dabei. Danke, danke. Wir haben so ungefähr noch 2 Minuten Weg. In der Zeit könnt ihr euch die Stadt mal hier anschauen. Ihr seht überall Autos, viel Verkehr. Also ich kann schon sagen, dass die Saison wieder wie immer ist eigentlich in der Türkei. Aber die Drohne ist noch an, ne? Kannst du die ausmachen vielleicht? Mit deiner 6. Hand. Okay, ich hab. Oh oh. Dankeschön. Danke fürs Teilen, Gabi. Danke, danke für die Unterstützung. Freunde, wer Lust hat, unsere Seite zu unterstützen, kann gerne teilen mit Freunden das Video. Da freuen wir uns natürlich sehr. Wow, guckt euch das mal an. Überall Menschen. Guckt mal, guckt mal. Heftig geil, endlich, endlich. Ich habe gehört, manche Hotels sind schon ausgebucht, Freunde, für dieses Jahr. Und wir fahren jetzt gemeinsam zum Dream World Palace. Ich weiß, ich sage das oft, aber es kommen welche gerade neu zum Live und wissen nicht, was Sache ist, deswegen. Привет! Привет! Красиво! Hello? Yes, Facebook, Facebook. Yes. Türkei, хорошо, Türkei? Ты любит? Красиво, да? Сказал bye-bye, please. Спасибо. Kolay gelsin, kolay gelsin. Achtung, bye-bye. Schumi, gib Gummi. Türkischer Rollerfahrer, Freunde. Freunde, das Rauschen ist vom Wind. Gleich ist vorbei, wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Freunde, wenn das Video gefällt, kann gerne schon mal ein paar Herzchen da lassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wisst ihr, was schön ist? Am Hotel sind gerade meine Ex-Frau und meine Kinder sind da. Die kommen bestimmt jetzt auch mit ins Hotel. Wenn ich das hinkriege, dann können sie mal ein bisschen schön am besten im Hotel in die Disco machen. Danke für die Herzchen, danke, danke, danke Petra, danke Martina, danke Tim, danke Thomas. Bitte Mohammed. Kilometer, dann sind wir beim Dream World Palace. Einer der größten Hotels in der Region. Ich weiß schon, einige mögen keine große, sie mögen es gemütlich, aber für die, die wirklich Action möchten, das wäre dann ideal, denke ich mal, das Hotel. So, und jetzt wieder grün. Ein türkischer Motorradfahrer. Nochmal alle herzlich willkommen zum Live-Video. Wir sind 440 Gäste dabei. Jawohl. Herzlich willkommen und danke, dass ihr dabei seid. Gleich sind wir da. Hier ist Glamour Resort. Thank you.
gehen wir aber Gas hier runter. Wow, wow, wow. Danke für die ganzen netten Kommentare und für die Herzchen. Und danke an jeden Einzelnen, der es geteilt hat. Ihr könnt gerne Freunde kommentieren, die die Türkei lieben. Damit sie ein bisschen sehen, wie es hier gerade vor Ort aussieht. Hier ist das Murray Palace. Stopp, stopp, stopp. Jawohl. Wow, heute an einem Montag 460 Zuschauer. Danke, dass ihr dabei seid. Hoppa. Ah, wir sind schon da. Etwas vorbeigefahren. Hallo. Aber meine Kinder. Ich parke mal auf der anderen Seite. Oh, wie sieht das denn Hammer aus. Geil. Das war letztes Mal noch nicht so. Hammer. Da gehen wir jetzt rein, Freunde. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja, was, Thomas? Dolmusch. So, Freunde, hier sind wir beim Hotel. Dream World Palace Hotel. Komm, Tommy. Der Eingang ist schon mal mega für Fotos machen. Hammer, schaut mal. Privet! Holiday! Ich muss eben meine Kinder Bescheid geben am Auto, dann gehen wir sofort rein. Wow, 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 wow! Hallo, guten Urlaub! Mit deutschen Kennzeichen. Hat sie sich erschrocken. Hey, let's go. So, jetzt gehen wir rein. Die haben sich erschrocken. Merhaba, hallo in Türkei, welcome. Jasmin, komm schnell. Da kommen die kleinen Caritas-Schildkröten. Privet. Vorhin wollte ich eigentlich mit Drohne hier kommen und dann euch das von oben zeigen. Aber leider hatte ich Empfangprobleme, ja. Aber ich werde mit Drohne trotzdem hier noch filmen. Vielleicht haben wir Glück und meine Ex hat Dings, so ein Programm. Warte, warte. Wir müssen eben auf die anderen warten. Hallo und einen schönen Abend an alle Freunde der Sonne. Danke, Gottfried. 60 Tage noch, okay. Hallo. Kennt ihr uns? Woher denn? Von Facebook. Habt ihr das Hotel gebucht hier? Seit wann seid ihr hier? Seit dem 2. Und alles okay? Okay, super. Das hört sich gut an. Wo habt ihr denn das Video im Hotel gesehen? Wie kamt ihr drauf? Ah, ihr habt es in Facebook gesehen und dann gebucht. Echt jetzt? Oh, super, danke. Freunde, die buchen ja echt. Alarm, oh, meine kleine Maus. Tamam, tamam. Komm her, Emina, komm. Ja klar, sag mal hallo. Hallo. So, vorsichtig hier. So, nochmal herzlich willkommen zum Live, Freunde. Wir sind hier im Dream World Palace. So, wir sind hier im Dream World Palace gerade, Freunde der Sonne. Merhaba, nasılsınız? Hier haben wir den netten, wie heißt das? Bellboy, ne? Ja. Bellboy, super. Freunde, denkt ans Trinkgeld, bitte. Spaß.
Kolay gelsin. Hier haben wir die Netten von der Rezeption. Kolay gelsin. So, Freunde, das Hotel ist geöffnet, wie ihr seht. Richtig edel gemacht. Privet, privet. Jawohl. Ja, Freunde, das ist das Dream World Palace. Das war damals ein anderes Hotel, aber die haben es komplett umgebaut. Komplett. Von A bis Z umgebaut. Und das Hotel gehört Jasmin. Ne, Jasmin, das ist dein Hotel. Noch nicht später machen wir noch ein Freund der Sonne Hotel. Privet. Papa? Emina, mein Schatz. Diese Puppe. Wir gehen mal Richtung Restaurant. Wow. Boah, richtig schön. Wo Licht ist, müssen wir einmal rausgucken noch. Hier ist Lobby und so. Letztes Mal, als wir hier waren, war ja noch kein Gast hier. Aber jetzt ist doch schon gut besucht und den Leuten geht's gut, wie es aussieht. Gemütlich. Jeder wie es mag, wie er es mag. Aber super, dass wir tagsüber hier sind. Angelika, hast du Drohne-Programm drauf? Drohne-Programm warme? Ich mag es schon. Warme? Wie uchar müssen Drohnen? Jawohl, jetzt wird die Angelika einmal Drohne fliegen und hier sind unsere Kids. Boah, guckt euch das mal an. So geil sah das letzte Mal nicht aus, ey. Hammer, wir sind zur richtigen Zeit. Und ganz hinten ist riesiger Aquapark. Riesiger Aquapark. Opa, op, Baby, Baby. Pro. Nee, normal, normal. Ich Adventure normal. Ein Altaki. Warte, Phantom Pro 9. Phantom, Phantom, Phantom 4 Advance. Phantom 4. Ich weiß nicht, meine ist medik. Ja, wir machen einmal, dass wir auch die Drohne gleich vor euch fliegen lassen. Wir müssen einmal gucken, welches Programm. Warte. Phantom 4, dieser. Dieser ist das. Jawohl. Das ist übrigens die Droge. Die Droge ist der andere Spaß. Das ist die Drohne, die wir nutzen. Jetzt lassen wir die gleich fliegen, Freunde. Und dann versuche ich vom Bildschirm euch noch zu zeigen, wie das aussieht von oben. Ich komme sofort, ja? Hä, buradan uçur. Aynen. Kart var zaten, kayta başarsın. Privet. Gleich lass die Drohne fliegen, dann können wir vom Bildschirm direkt schauen. Dann kann ich viel, viel besser zeigen. Guck mal hier. Hier oben ein Pool und dann kann man da runter schauen. Hier auch noch ein Pool. Es ist zwar ein großes Hotel, Freunde, aber jeder hat seine Ecke, wo er hin will, weißt du? Hier ist das Amphitheater abends. So weit ist nicht alles auseinander, wie man denkt, ja, wenn es so ein Riesenhotel ist. Hier ist das Amphitheater. Hier ist Kinderpool und alles. Hier ist oben Pool, da unten ist unten Pool und hier ist das Hotelgebäude halt. Ja? Hier sind die Mädels mit ihren Rastas. Hier ist noch eine Bar hier oben. Das ist das Dream World Palace, Freunde der Sonne. Wenn ihr öfter wollt, dass ich mal ins Hotel gehe, wäre cool, wenn ihr Freunde markiert, die das Video auch sehen können. Damit unterstützt ihr auch unsere Seite. Und nur noch mal zur Reklame. Wir sind jeden Abend von ungefähr 21 Uhr bis 23 Uhr bin ich im Büro. Bei uns beim in Kumke im Büro, bei Freunde der Sonne Büro, unser Reisebüro. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Da freue ich mich sehr drüber. Schaut mal hier, hier ist der riesen Kinderpark. Aha, die Drohne steigt. Die Drohne steigt schon. Hier ist der riesen Kinderpark. Ich zeige euch jetzt mit der Drohne mal, damit man ein bisschen besser sieht. Wir laufen mal schnell dahin. Hola, gestern. Wir laufen jetzt zur Drohne, dann gucken wir von oben, wie das hier aussieht.
Sehr schöne Anlage. Ich finde auch schön. Letztes Mal, als ich hier war, ich habe ein bisschen so leicht gedacht, ein bisschen kalt. Hallo. Ja. Kennt ihr Freunde Sonne? Ja. Schön, schön. Eure Kinder? Ja. Süß. Schönen Urlaub noch. Bye, bye. Ja. Freunde der Sonne. Aha, noch ein Freund der Sonne bestimmt, oder? Ich habe auch mal geguckt. Hallo. Hallo, hallo. Ich bin Bevor der Mona. Bevor wir hergeflogen sind. Unsere Tochter guckt jetzt auch gerade. Danke. Echt? Jetzt ja. Möchtest du sie einmal grüßen? Grüß mal deine Tochter. Ja, Christine. Hallo, schön. Und ein Küsschen bis morgen. Morgen kommt die auch. Kommt sie morgen. Ah, super, super. Dann wünsche ich euch schönen Urlaub zusammen. Ja, danke schön. Ja, danke. Tschüss. Ja. So, jetzt geht's weiter durch die Anlage. Anlage. Und jetzt haben wir die Drohne steigen lassen. Warte. Domi. Hallo. Mein Freund aus Deutschland. Schön, dass er jetzt bei mir ist, ja. Der wohnt jetzt hier für immer. Der wohnt jetzt bei mir für immer. Der kommt nie wieder nach Deutschland. Thomas. So, hier haben wir die professionelle Drohnenfliegerin aus Amerika angereist, Hallo. Um ein bisschen Drohne zu fliegen. Warte. Video mal. Video, wenn ja, pardon. Thomas, kannst du einmal den Bildschirm zeigen hier? So, Freunde, das ist die Anlage gerade. Mach mal von nah ein bisschen. Jawohl, danke. Bleib so. Versuch immer genauso zu halten, bitte. Das ist die Anlage, die gesamte Anlage, ja? Hier ist das riesige Aquapark. Sorry, dass wir das so machen, aber anders ging es gerade nicht. So, hier ist der große Aquapark. Ja, hier ist für die Kinder die Ecke. Jetzt machen wir mal ein bisschen heller hier, ne? Ein bisschen heller, ist ja voll dunkel, ha? So, und hier ist die Poolanlage unten. Und hier haben wir noch so einen Pool oben. Und hier vorne ist das Animationsplatz. Hier ist die Animation-Ecke, Freunde. Und das Hotel heißt Dream World Palace. Wir sind jetzt live mit der Drohne am Fliegen und zeigen euch das so. Jetzt fliegen wir mal höher, damit man das Gesamthotel richtig erkennen kann. Opa, so. Ja? Das ist die gesamte Hotelanlage. So, wir steigen mal noch höher. So. Oh, es hört immer noch nicht auf. So, jetzt haben wir das gleich. Das ist die Anlage vom Hotel, Freunde. Das ist das alles, ja? Hier vorne ist der Eingang, da müssen wir auch einmal hin. Hoppa, wir müssen so drehen einmal, Tommy. So, wir sind sehr, sehr hoch jetzt gerade, sorry. Und hier vorne sind die Shoppingmöglichkeiten da hinten, geradeaus durch. Ja? Boah, wir sind zu hoch geflogen, Freunde, jetzt. Zeige ich euch den Eingang mal von oben, dass ihr eine richtig schöne Aussicht habt da. Hier, das ist der Eingang. Guckt euch das mächtige Ding mal an, Freunde. Guckt euch das mächtige Ding mal an. Heftig, oder? Das ist der Eingang, Freunde der Sonne. Ja. Und dann geht's hier so weiter. Hier rein. Thomas, komm mir nicht zu nah, ey. Thomas, steht hinter dir gerade. Ja, und das ist die gesamte Hotelanlage, so von oben mal betrachtet. Hallo. Aha, Freunde der Sonne sind hier. Hallo, Freunde der Sonne, wie geht's euch? Ja. Danke, danke. Thomas, du bist mir echt ein bisschen nah gerade, ey. Jawohl. Ja, Freunde, das ist hier die Anlage. Die wollte ich nur einmal gezeigt haben. Hier seht ihr die riesen Rutschen. Hier oben noch so ein Kinderpark. Oha, das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Was ist das denn? Ja, das sieht ja Hammer aus. Der 18er? Ja. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, das wäre für Kinder. Nee. Das ist der 18er Bereich. Für alles außer Kinder. Guckt euch mal die Rutschen an hier. Heftig. Also gibt es einen 18er Bereich hier? Ja. Und die, okay. Die Beinrutschen sind ab 18. Hast du schon ein paar Rutschen gemacht? Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Die lila und die weiß-gelbe ist okay. Super. Dann nehmen wir die Drohne zurück und machen nochmal weiter. Warte. Wir gehen jetzt gleich mal ins Restaurant, Freunde.
Ich komm mit, okay, wenn du Lust hast. Ich muss nur ganz kurz einmal filmen. Sehr schön. Was ein Bild, ja. Guckt euch das mal an, ja. Guckt euch das mal an. Hammergeile. So. Okay, jetzt holen wir die Drohne zurück. Ja, war. So. So, jetzt gehen wir ins Restaurant alle zusammen. Ihr Lieben, ich gehe ins Restaurant jetzt. Wir sehen uns vielleicht nachher. Ich bin noch ein bisschen hier. Sag da tschüss einmal. Ciao, ciao. Danke, danke. Sagst du auch tschüss? Tschüss. Ihr wart ja letztes Mal im Büro bei uns, ne? Danke, dass ihr extra bis dorthin von hier aus gelaufen seid. Danke, danke. So, Tommy, nimmst du bitte die Drohne mit und so. Danke dir herzlich. Bis später. So, jetzt gehen wir ins Restaurant. Wo sind denn meine Kinder? Habt ihr meine Kinder gesehen? Also die Angelika, meine Ex-Frau und so, habt ihr die gesehen? Sind die dort? Nicht? Okay. Sie sind bestimmt essen. Heide, bis später. Essen ist heute sehr voll. Ist sehr, ja? Ach so, dann. Super. Da-da-da-da-dan, da-da-da-da-da-dan. Die Drohne. Hier gibt es so ein riesiges Einkaufszentrum, Freunde. Von A bis Z alles. Klamotten, Kleidung, alles ist da drin. Hier ist die Lobbybar. Hier haben wir die Lobbybar. Hallo. Prost. Lassen Sie sich schmecken. Schöne Kleider haben Sie an, die Dame. Ach so, eine schöne Anzug. Boah, richtig schön, ehrlich jetzt, ja. Die Frau, in der ich mich verliebt habe, die erste, die hatte genau so ein Grün an. Ohne Spaß. Und wegen den Grün habe ich mich verliebt. So, er hat auch nicht verliebt, mit Unterschied, wir sind 46 Jahre verheiratet. Wow, 46 wow. Jahre, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber sehr, sehr große Kunst, ehrlich. Große Kunst. Achso, ich bin übrigens live, stört sie nicht, ne? Wir machen Video immer. Wir sind gerade von Deutschland, schauen welche zu immer. Kennt ihr Freunde der Sonne? Nee, Freunde der Sonne, das ist das, also ich bin ein Freund der Sonne und ihr doch auch, oder nicht, oder? Ja. Freund der Sonne. Das ist schön. Alle Freunde der Sonne, ne? Also sagt einfach tschüss nach Deutschland. Genau. Wir bleiben so. Und wirklich sehr schönes Grün, ja. Das Kleid gefällt mir echt. Ich wünsche Ihnen das Beste. Der Inhalt ist. Der Inhalt des Kleides ist auch nicht schlecht. Das glaube ich, aber. Das muss er besser wissen als ich. Er weiß es. Du bist die Beste, ja. Der Inhalt des Kleids ist auch nicht schlecht. Sie war super, ja. Das war aber erotisch. Der Inhalt des Kleides. Thomas, lass die Finger weg. Ja, Freunde, hier ist der Eingang gewesen. Jetzt müssen wir zum Restaurant. Müsste man irgendwo runterlaufen. Hoppala, hoppala, hoppala. Hier runter muss man, glaube ich. Hey, Restaurant nerede geliyor? Buradan. Ha, teşekkürler. Dankeschön. Jetzt gehen wir runter. Oha, was ist das? Hallo, Zeus. Oh, es riecht schon mal richtig lecker. Freunde, es riecht lecker. Oh, wie lecker es riecht. Kolay gelsin. Merhaba. Hier haben wir Friseur. Friseur. Da muss ich auch mal wieder hin bald. Oh, das riecht schon lecker, lecker, lecker. Ich kriege auch eine Maske bestimmt. Danke. Teşekkürler. Boah, ich schaffe schon mit einer Hand Maske dran zu machen. Freunde, ich bin ein Talent. Dankeschön. Es ist schön am Dampfen.
Hier haben wir Essen ganz viel zur Auswahl. Fisch, Joghurt, Reis. Hier drinnen. Sieht lecker aus. Also, ich sag mal so, das Buffet ist riesig hier. Türkische Essen. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo einen Grillplatz. Hier ist jetzt halt ein bisschen so, wie die Kinder essen leider manchmal, immer Pommes, dies, das. So. Hier haben wir Torten. Ich glaube, wird gleich abgeräumt. Ich muss Gas geben, ich muss auch essen. Es wird jetzt gleich abgeräumt. Wie spät ist das? Ich glaube, wir sind schon spät dran, warte. Wow, hier haben wir Kebab und so. Kebab. Was ist das? Sad Kaçaka da, ne? Sad Kaçaka da, ja. Sad Kaçaka şimdi? Kapanede mi birazdan? Freunde, ich muss Gas geben. Die sind am Abräumen schon jetzt gleich. Ich muss echt Gas geben. Ja, warte, wir gehen mal jetzt einmal in die frische Luft. Hier, wo komme ich hier raus? Hier vorne. Hoppala, hoppala. So sieht das Restaurant aus, Freunde. Oha, lecker, wo haben die das denn her? Krebs und so. Gibt sogar Krebs auf die Teller. Oha, ich muss jetzt auch schnell essen, ich hab richtig Hunger, Freunde. Ja, Freunde der Sonne, wir sind am Abräumen gerade schon. Bin ich zur falschen Zeit gekommen ins Restaurant, aber wir haben ja ein Stück was sehen können. Ja, Freunde der Sonne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Für welche, die jetzt hier bald im Urlaub kommen, habt ihr jetzt ein bisschen eine Einschätzung. Wie gesagt, ich zeige die Hotels, ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden, aber ich würde mit meiner Familie hier auf jeden Fall gerne Urlaub machen, weil es geht um Spaß im Urlaub und hier ist wirklich an jeder Ecke was los. Jetzt ist Mini-Disco schon dort hinten, also mir gefällt es sehr. Wen das Video gefallen hat und wer, oha, was ist das denn, da hinten ist auch geil, weil da müssen wir hin. Aber wie komme ich hier durch? Wenn das Video gefallen hat, kann wirklich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber wir müssen da vorne einmal noch gucken, die Bühne und so. Boah, hier ist wie eine große, richtig wie so ein Park, wie Walt Disney oder so, sag ich fast schon, ja. Guck mal, da hinten ist Mini-Disco. Richtig was los. Hier fahren die Kinder mit so geilen Lichterfahrrädern. Guckt euch das mal an. Ja. Solche Fahrräder mit Lichtern wie Autoscooter. Also Freunde, Action, Action Hotel, ja. Ja, wir gehen jetzt essen, Freunde. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Freude bereiten können. Wenn das Video gefallen hat, kann gerne ein Herzchen da lassen, das Video gerne teilen. Und wir sehen uns bald wieder. Ich gehe jetzt was essen. Ich habe jetzt wirklich mächtig Hunger. Und ja, das war's eigentlich, Freunde. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch das Beste vom Besten. Eure Taten nicht vergessen. Ciao, ciao. Liebe Grüße aus dem Hotel Dreamworld Palace. Bis bald. Danke, danke, dass ihr dabei wart. Richtig tolle Belichtung, ja. Danke, danke, dass alle dabei waren. Danke.